Hallo zusammen, ich bin Susanne von NVIDIA und wir sind hier auf der IFA in Berlin. Ich habe euch versprochen, dass wir euch nicht nur unseren eigenen Stand zeigen, sondern auch große Stände von führenden Herstellern, die ebenfalls Produkte mit NVIDIA-Technologie zeigen. Und wir sind hier bei Acer in der Halle 12. Ich spreche hier mit Oliver von Acer. Oliver, welche Produkt-Highlights zeigt ihr hier auf der IFA mit NVIDIA-Technologie? Ja, hi Susanne. Wir zeigen das 7 Zoll Acer Iconia A100 mit dem NVIDIA Tegra 2, eurem Dual-Core-Prozessor. Okay, was sind die Highlights-Features von diesem Tablet? Ja, das Schöne ist natürlich, dass man HD-Spiele spielen kann auf den Tablets und man hat hier eben einen HDMI-Ausgang, sodass man Full HD auf zum Beispiel Hotelfernseher, wenn man unterwegs ist, zeigen kann. Das ist toll. Ihr zeigt hier jetzt auch ein Upgrade zu einem Tablet, das eigentlich schon als A500 länger auf dem Markt war, nicht wahr? Genau, das ist unser 10 Zoll Tablet. Das hat auch den NVIDIA Tegra 2 mit dem 2x1 GHz als Dual-Core-Prozessor. Und jetzt kommt eben die 501. Die 1 steht bei Acer immer für die UMTS-Variante, die wir jetzt in den Markt bringen. Also sprich, wirklich ultramobil, nicht nur auf der Couch, sondern eben auch unterwegs in der S-Bahn zum Beispiel. So, und was zeigt ihr Neues im PC-Bereich? Ihr habt hier Gaming-PCs mit GeForce-GPUs. Genau, richtig. Das ist unsere bekannte Gaming-Serie Predator. Die ist dann mit der High-End-Grafik 3D Vision ausgerüstet. Vielen Dank, Oliver. Wir melden uns morgen mit weiteren IFA-News.